Hallo und willkommen hier wieder zu Pokémon News. Und zwar haben wir ein auf Englisch Leafeon GX. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall die Pflanzenevolution von Evoli. Okay, eine Fähigkeit, ein Angriff mit 110 braucht eine Pflanzenenergie und zwei irgendwelche Energien. Und die GX-Attacke braucht nur eine Pflanzenenergie, okay. Ist natürlich eine Entwicklung aus Evoli und hat 200 HP. Gut, der erste. Also die Fähigkeit. Not Nature's Breath. Okay, der Atem der Natur. Mal schauen. Oder der Atem, ja. Once during your turn. Also einmal pro Spielzug, bevor man angreift. Wenn dieses Pokémon ist das aktive Pokémon, man kann 50 Schaden von einem Pokémon heilen mit einer Energiekarte daran. Na, ist ja nicht so schlecht. Muss zwar das aktive sein, aber ist jetzt nicht so schlecht. Wenn man ein bisschen herumtauschen kann, dann ist das sehr gut. Gut, Solar Beam, 110 Schaden, solide. Kann man schnell erreichen mit Doppelenergie und einer Pflanzending, ja. Oder einfach mit Bisaflor, dann gibt es auch noch, hat dann einfach von Shining Legends, das Bisaflor kann einfach zwei Pflanzenenergien irgendwie da ansetzen, hätte eigentlich schon vier dann sozusagen mit seiner Dschungelfähigkeit. Okay, dann die GX-Attacke Grand Bloom, große Blume. Für jedes Basis-Pokémon auf der Bank darf man vom Deck eine Karte, welche sich daraus entwickelt. Und es ent wow, man kann einfach Pokémon entwickeln. Man kann so viele Basis-Pokémon entwickeln, die man einfach auf der Bank hat. Das ist nicht schlecht. Gut, ja, es ist der Jax, wenn es ausgenockt wird, darf er gegen zwei Preiskarten ziehen. Schwäche, Feuer mal 2, Resistenz, nix. Und zwei Rückzugskosten. Aber die GX-Attacke ist so gut, wenn es gleich am Anfang da ist. Braucht nur eine Energie. Und bringt sehr viel. Das bringt sehr, sehr viel, wenn man Bisaflor, Bisasam oder Bisaknospi, je nachdem, diese drei da auch noch drinnen hat, um es selber auch noch zu verstärken, um da diese 110 Schaden gleich auszuteilen. Oder auch noch 50 Schaden zu heilen. Das ist auch immer gut heilen. Mit 200 KP. Sehr gut. Aber wo ein Leafeon GX dabei ist, ist auch ein Glaceon GX dabei. Und das Glaceon hat auch 200 HP oder KP. Entwickelt sich auch wieder aus Evoli. Schauen wir uns das an. Hat einen Angriff mit 90 Schaden. Die GX-Attacke hat einen 50 Mal. Okay, braucht jeweils immer ein Wasser und zwei irgendwelche Energie. Und hat eine Fähigkeit. Die Fähigkeit ist Freezing Stare. Kalter Blick. Solange dieses Pokémon das aktive Pokémon ist, dass jedes gegnerische Pokémon X und Pokémon GX im Spiel oder in der Hand und im Ablagestapel hat keine Fähigkeit. Ja, das ist nicht so schlecht, nicht so schlecht. Außer natürlich da dieses Ding. Okay. Also wenn der Gegner das auch spielt, dann hat man leider Pech gehabt, weil das verhindert es nicht. Okay, beim Mirror Match ist es dann problematisch, aber ich glaube, die Fähigkeit ist jetzt nicht so schlecht. Überhaupt zu Wasser mit den Bulldoner, Alola Bulldoner ein bisschen in Verbindung, kann schon ein richtig gutes nervendes Deck sein. Die erste Attacke 90 Schaden. Und diese Attacke bringt 30 Schaden zu einem gegnerischen Pokémon, was auf der Bank ist. Auch nicht so schlecht. Nur halt Schwäche wird und Resistenz wird nicht angewendet. Und das andere Polar Spear GX, 50 mal Damage. Diese Attacke macht 50 mal der Nummer an Schadensmarken vom gegnerischen aktiven Pokémon. Holy moly, wenn der Gegner schon einfach vier Schadensmarken dort hat,
verliert einfach 200 durch die Attacke. Das ist sozusagen schon fast eine, so ein Instant-Kill, wenn der Gegner schon mal ein bisschen Schaden drauf hat. Nicht so schlecht. Okay, Weakness, Metall, wow, okay. Vielleicht ist Opfer für Solgaleo, aber sonst ist jetzt nicht so wirklich, was Metall gut ist. Resistenz nix und wieder zwei Rückzugskosten. Ja, ich finde Glaceon GX besser als wie das vorige. Finde ich von den Dingen her. Natürlich Pflanzen-Support ist das andere. Ich mag die Pflanzen-Pokémon, aber auch Feuer-Pokémon. Der Rest ist jetzt nicht so wirklich gut, aber. Ja. Nicht so schlecht, das Glaceon. Ich würde mal sagen, ich beende es hier und dann bis zum nächsten Mal bei den anderen Pokémon News.